Ein Sprachkurs für syrische Flüchtlinge im US-Bundesstaat Ohio. In der Stadt Toledo haben in den letzten Jahren mehr als 150 Syrer ein neues Zuhause gefunden. Die Stadt ist seit dem 19. Jahrhundert dafür bekannt, vor allem arabischsprachige Immigranten willkommen zu heißen. Als ich hier ankam, war es sehr schwer für mich. Ein neues Land, eine neue Sprache, alles war anders. Aber ich versuche stetig, unabhängiger zu werden. Ruda Alabas ist vor wenigen Monaten mit ihrem Mann und ihrer Tochter nach Toledo gekommen. Lokale Hilfsgruppen halfen ihr, sich einzuleben und die Sprache zu lernen. Traditionell sind die USA ein Einwanderungsland. Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure kauernden Massen, steht auf der Freiheitsstatue. Doch dieses Prinzip gilt heutzutage nur noch begrenzt. Während des Wahlkampfs nutzt vor allem Donald Trump das Flüchtlingsthema, um zu polarisieren. Er macht Immigranten und Flüchtlinge zu Sündenböcken. Er versucht, sich schlecht darzustellen, was völlig dem widerspricht, was die USA wirklich ausmacht. Immigranten haben dieses Land besser gemacht. Stadtratsmitglied Peter Uviagi kam einst selbst als Flüchtling aus Ungarn in die USA. Jetzt möchte er anderen Flüchtlingen die gleichen Chancen geben, die er hatte, als er nach Toledo kam. Einer Stadt, die für ihn ein neues Zuhause wurde.